Und weiter geht's mit Let's Play FIFA 14 Online-Saisons auf der PS4. Ich kann's immer noch nicht fassen, dass die PS4 draußen ist. Ja, wir spielen wieder mit Bayern. Es tut mir leid, ich muss gerade mit Bayern spielen. Die ersten beiden Spiele. Es sind nur die ersten beiden. Die nächste Partie wird mit jemand anderem sein. Ich verspreche es, Ehrenwort. Ja, oh, schon wieder Gegner gefunden. Das geht wieder schnell. So, lieber nochmal gucken, Aufnahme laufen. Hoffentlich läuft die Aufnahme. Ja, tut sie, sauber. Also, ich hab mal nachgeguckt, wie groß so die Dateien sind. Die sind doppelt so groß, wie die anderen FIFA-Folgen. Aber egal. Ist ja für eine schöne Sache. Ach nee. Euer Ernst? Wieso? Wieso? Und täglich grüßt das Murmeltier. Folgentitel. Haha. Nee, das ist die letzte Folge, die FIFA, die ich heute für heute auch erstmal aufnehme. Zwei Folgen am Stück. Reichen erstmal. Dann kommt Knack. Da müsste auch schon eine Folge erschienen sein. Rein theoretisch, auch wenn ich es erst gleich aufnehme. Ah. Währenddessen läuft gerade im Hintergrund. Läuft. Downloadet meine PS4 meine drei Spiele, die ich für die PS3 habe. Sauber. Schön gemacht. Assassin's Creed Black Flag. 4 Black Flag. Call of Duty Ghosts. Wie ihr gesehen habt. Habe ich ja Let's Played. Und Battlefield 4. Habe ich mir im Store gekauft für jeweils 9,99 €. Und das liegt sehr schön im Hintergrund runter. Während ich online spiele. Ich glaube, das ist unterbrochen, aber ich habe den Download zumindest mal gestartet. Kann die nächsten Tage runterladen, immer mal, wenn die PlayStation 4 an ist. Macht er, will der nicht? Hat er keine Lust mehr? Vielleicht ruckelt es bei ihm, weil ich downloade. Ich merke nichts. Normalerweise müsste es ja bei mir dann auch laggen. Ach, schade. Park Tool. Cooler Name. Ich sollte nicht immer über die Namen reden. Da habe ich bisher immer Tore kassiert, wenn ich die Namen erwähnt habe. Vor zwei Folgen. Bei Manchester City gegen Manchester United. Habe ich gerade den Namen cool gefunden. Zack, habe ich Tor kassiert. Leider, leider. Nein. Mist, 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 Mist. Mikro bisschen näher ranholen. Ja, so. Oha. Das Coole ist, die Online-Daten wurden alle übertragen. Also, wir machen einfach da weiter, wo wir aufhören. Das hätte ich, glaube ich, in der letzten Folge erwähnen sollen. da habe ich in der letzten Folge nicht so dran gedacht. Egal. Auf jeden Fall. Ab Mittwochabend sind Leute bei Amazon durchgedreht. In den Foren. Ich habe es verfolgt. Da hat einer einen Tweet aufgemacht. Was war's? Versandstatus? Mittwochmorgen war's, Entschuldigung. Ja, Mittwochmorgen bin ich aus dem Haus. Bei 30. Abends um 7 Uhr waren's knapp 1000 Kommentare. Dann gestern waren's dann um die 3000. Heute sind's knapp 7000. Ja. Schön, ne? Fand ich lustig. Ich habe mich immer mal aktualisiert und durchgelesen. Sehr schön, was die Leute so schreiben. Manche sind durchgedreht, weil ihre PlayStation nicht versandt worden ist. Manche mussten unbedingt meinen zu trollen, indem sie sagen, Alter, nicht euer Ernst.
Dass sie sagen, oh, ich habe meine schon. Oder es gibt ja diese netten Fake-Accounts, die versuchen PlayStation bzw. Xbox. Gibt es in beiden Fanlagern dieses schwarze Schaf einen fertig zu machen. Einfach furchtbar. Und dann nennen die sich immer um und tun so, als wären sie immer ganz Neues. Nervig. Kurz und freundlich einen hat rumgestänkert, scheiß PS4. Ein paar Seiten später hat er gesagt, oh, meine ist versandt worden, Raum München. Zwei Seiten weiter, meine ist noch nicht versendet worden, Raum NRW. Wieder zwei Seiten später, Berlin ist auch noch nicht versendet. Ja. Immerhin und derselbe. Fand ich sehr interessant. Ich hatte meinen Spaß. Jetzt brauche ich ja zum Glück nicht weiterlesen. Ich habe ja meine PS4 und... Puh, Schwein gehabt. Kann jetzt auf ihr Spaß haben. Das hört sich irgendwie falsch an. Ich kann auf meiner PlayStation 4 Spaß haben. Was stimmt an dieser Aussage nicht? Oh. Da wollte ich den Ball gar nicht hinhaben, Herr Götze. Oh. Ja, abwehrmäßig muss ich noch zulegen in dem Spiel. Ich meine, also in FIFA 14. Auf der PS4. Wie viel Mal Abseits steht er denn jetzt schon? Ich muss mich auch noch dran gewöhnen, dass die Controller leuchten. So ungewohnt, dass meine Hände rot erstrahlt sind. Oh. Und weg die Scheiße! Da sollte eigentlich auch der Ball nicht hin. Oh, was für ein schlechter Pass war das denn? Okay, ich muss mich definitiv erstmal an das Spiel gewöhnen. Oh Gott. Dup, dup, du. Wie schnell die Zeit vergeht, schon wieder eine Halbzeit rum. Oh Gott. Ist ja nicht normal, wie schnell die Partie, die Halbzeiten rumgehen. Nein. Ja. Ja. Ich habe wieder Glücksschweine gefressen. Man merkt's, ne? Ja, komm hin. Mach hin. Drück doch mal OX. Coole Kameraperspektive. Ja, komm. Gut. Warten auf Gegner. 28, 27. Ihr wisst schon, zum Sync, zum Rendern, zum Anpassen der Audiospuren. Oh. Du.
Oh, danke. Mein Ball. Oh. Okay, die Augen zumachen ist nicht sinnvoll. Allgemein ist beim Spielen Augen zumachen nicht sinnvoll. Aber ich habe kurz Augen zugemacht und durchgeatmet und währenddessen hat er schon eingeworfen. Und abseits. Er steht ziemlich oft im Abseits. 5-mal bisher. Und ich schwimme. Thomas Müller. Müller. Aha, Battlefield 4 herunterladen nicht möglich. Ich schätze mal einfach, dass ich online spiele, dann will das nicht. Haha, abseits. Ich glaube, der verzweifelt gleich. So wie ich bei meinen Pässen. Spiel doch einmal gescheit den Ball. Neuer. Dafür wirst du bezahlt. Und nicht von mir. Ich glaube, das hätte ich nicht sagen dürfen, sonst hätte er dann geholt. Rausgeholt. Wenn das so weitergeht, muss ich mir ein paar Siege kaufen für meine Punkte, die man sich erspielt. Abseits. Okay. Interessant, wie oft der schon im Abseits stand. Nicht Glück hatte. Oh. Oh. Das war knapp. Oh. Wieso macht ihn Dante nicht? Boah, Boateng. Hätte Boateng. Warum habe ich Boateng gehabt? Oh, er ist ins Ausgelaufen mit dem Ball. Ach komm, wir wechseln mal. Ich habe gerade Lust. Ich muss mich auch noch daran gewöhnen, dass jetzt ein Option-Basten da ist und nicht mehr starten Select. Och, ich nehme mal Müllerchen raus. Nehme ich Müllerchen raus? Nein. Ich bringe Groß für Götze. Doch, ich nehme Müller raus und bringe Schweinsteiger. Ja, tue ich. Bisschen mehr Sicherheit im Mittelfeld. Wäre schön. Ich sollte auch ins Mikro sprechen, nicht daneben her. Das könnte eventuell besser sein. Javi Martinez. Schade. In der vorigen Partie hat er getroffen. Okay. Warum hat er da hingeköpft? Ich habe nach unten gedrückt. Ja, Freistoß. Hoppala. Abseits. Mal wieder.
Ja, da passt der Folgentitel. Und täglich grüßt das Murmeltier. Oh. Was macht das Touchpad, wenn ich hier drauf drücke? Im Online-Modus? Wenn man alleine spielt, wechselt man automatisch zum Torwart. Als Be a Pro. Hier passiert gar nichts. Gut. Warum ist Modric schneller als Lahm? Kann mir das mal einer erklären? Ich bitte um Erklärung. Oh. Nom 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 nom. Okay, ich guck zu viel Goodbye Deponia bei Gronkh. Ich werde zu oft den Fernseher in der einen Folge anmachen und dann kam immer ein netter Koch. Oh, lecker. Wie war das? Gefühl, Tasch. Oh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall immer om nom 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 nom. Ich glaube, das versteht jetzt keine Sau, außer die guckt Gronkh Let's Plays. Oh Gott. Ich rede Schwachsinn. Ich rede sowas von Schwachsinn. So kann man natürlich auch den Ball klären. Ja, nein, ich habe das erst noch drinne. Gleich kommt Knackaufnahme, ich freue mich. Ja, ihr dürft das schon gesehen haben. Ein Part, zumindest, wenn ich alles hochgeladen bekommen habe. Alter, die Pässe kommen einfach nicht an. Flanketor. Nee. Ja. Ah, schade, jetzt pfeift er ab. Pfeif ab, du blöder Schiedsrichter, habe ich gesagt. Ja, wieder mal unentschieden. Zum wievielten Mal eine Folge? Eins, müsste das dritte Mal sein. Ja. Unentschieden. Nicht verloren. Ist doch auch was. Ja. Komm, mach X. Danke. Vielen Dank. Ich will wissen, wie oft er am Abseits stand. Das interessiert mich gerade noch. 8 Mal. Ich habe auch einmal im Abseits gestanden. Erinnere ich mich gar nicht dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 13 Unentschieden. Alter. Ich brauche noch 3 Punkte. 3 Unentschieden und wir bleiben in der Liga. Joa. Das war's auf jeden Fall mit der zweiten Folge Let's Play FIFA 14 Online-Saisons von der PS3. Aber es ist Folge 16. Meines Let's Plays. Nur ich werde ab sofort noch in die Titel schreiben PS3 und PS4, damit ihr Bescheid wisst, von welcher Konsole das Video kommt. Auf jeden Fall haut rein, macht's gut, euer Heinzelmann. Tschüss.